Und damit willkommen zurück zu Space Engineers. Wir sind gerade dabei, ein Grinding Ship zu bauen. Hoffentlich funktioniert das. Das wäre doch mal ganz ausgezeichnet. Ich muss nämlich endlich mal diesen Schrott hier bei meiner Base entfernen und für Materialnachschub sorgen, denn so langsam geht uns alles aus und ich will nicht alles erst assemblen müssen. Das dauert mir zu lang und ist blöd und jetzt haben wir hier so ein komisches Kreuz. Was ist denn hier los? War das so geplant? Was ist denn jetzt los? Hallo? Irgendwas kaputt gegangen? Nein, alles gut. Alles gut. Okay. Okay, nichts passiert. Das war knapp. Schauen wir mal, was können wir denn jetzt hier nehmen? Grinder. Gut, Small Thruster, Reaktor, Gyroskop und so weiter. Wir brauchen natürlich dann auch noch ein Cockpit. Wie wär's denn mal damit? Cockpit 3. Cockpit 3 ist ganz gut. Das bauen wir dann demnächst irgendwann. Erstmal setzen wir uns die Grinder hier vorne ran. Beziehungsweise, haben die schon so einen eingebauten Container? Ja, den haben die sogar schon. Dann brauche ich ja gar nicht so viel machen jetzt. Vorne ran. Warte mal, wie kann ich den denn drehen? Egal in welche Richtung, es funktioniert, okay. Drei Stück vorne dran. Das ist der Deal. So. Ich glaube, das ist dämlich. Der in der Mitte ist nicht zu erreichen. Man muss ja auch alles ausnehmen können. Auf der anderen Seite könnte ich da quasi was Schönes machen. Eine schöne Konstruktion. Ja, wie mache ich denn das? Ach, weißt du, das könnte ich doch einfach so machen, indem ich ihn nach unten drehe. Kann das sein, dass das funktionieren würde? So? Ja. So, dann komme ich immer irgendwie ran. Oder sind die dann connected, wenn ich die so nebeneinander setze? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal probieren. Eventuell kommt man dann doch ran. Hallo? Ne? Ne? Was tue ich denn hier? Oh, Gottes Willen. Dreh dich doch mal richtig rum jetzt. So, okay. Alles klar, das ist gesetzt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir das mit dem Cockpit? Das ist jetzt meine Frage. Das Cockpit muss ja auch irgendwo sein. Cockpit Nummer 3. Cockpit Nummer 3. Sie werden gesucht und sie werden sich jetzt quasi hier positionieren. Cockpit Nummer 3. Wir brauchen Interior Plates. Cockpit Nummer 3. Warten Sie noch kurz. Dieses kleine Ship hier. Was denn jetzt? Cockpit 3 is not available. For small ship. Das weiß ich doch. Ist mir doch egal. Ich will auch gar kein small ship bauen. Ich will ein großes, gefährliches grinding ship bauen. Ja. So, Cockpit Nummer 3 ist quasi hier voll in der Mitte. Hehe, das könnte funktionieren. Nun gut, wie machen wir den Rest? Gute Frage. Design-Ideen. 9. Drehen wir es mal ein bisschen. Mann, falscher Button. Das gibt's doch gar nicht so. Und da vorne auch nochmal. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich zugeben, denn ich weiß nicht genau, wie es gut sein könnte. So, okay. Machen wir das schnell mal fertig. Den Slope. Und dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt cockpitmäßig noch bauen, damit das Ganze geschützt ist. Ich glaube, ich halte das jetzt ganz simpel und ziehe einfach nur ein paar Wände hoch. Ist ja völlig egal. Oder ich mache ein paar Gläser vorne rein. Das könnte auch funktionieren. Nun, warte mal. F.
F. Das brauchen wir jetzt. Eventuell. Mal sehen. So, das kommt jetzt nicht hier hin. Drehen wir es in die falsche Richtung. Oh, du warst richtig. So. Und so. Und dann, und dann. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Vielleicht wird das was. Manu! Das gibt's doch gar nicht. Ich dreh wie am... Weißt du? So. Und so. Dann geht's da quasi nach oben. Das könnte funktionieren. Dann bauen wir hier hinten noch ein paar Thruster dran. Nur ein paar kleine. Hallo? Huch. Okay. So, einen oder drei? Drei, glaube ich. Oder zwei. Dann hier welche nach unten oder zur Seite? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zur Seite wohl? Zur Seite, Nein, weißt du? Nein, das ist doch nicht schön. Nach oben oder nach unten? Nach unten? Nach unten, okay. Auf der anderen Seite hätte ich es ruhig zur Seite machen können. Denn... Nee, das passt schon, das ist schon okay. So, dann brauchen wir noch welche zur Seite. Zur Seite! Zur Seite! Dreh dich mal. Die kommen dann so hin. Und... so hin. Und dann brauche ich welche nach oben. Ich weiß gar nicht, wie ich die bauen werde. Das ist natürlich jetzt witzig. Ha! Ich könnte sie zusammenbauen, aber das mache ich auch. Nach oben. Okay, und nach vorne? Wie wird das laufen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Das weiß ich jetzt echt noch gar nicht. Ha! Ausgebufft. Ausgebufft! Ich hätte sie natürlich hier an die Ecken bauen können. Warte mal, vielleicht funktioniert das. Auf der anderen Seite mache ich damit nur alles kaputt. Ich glaube, ich werde sie unten ranbauen. Unten dran und zwar nach vorn. Okay. Haben wir dann alle Richtungen abgearbeitet? So. Oder an den Rand? Nee, so. Und so. Das sieht zwar jetzt nicht so geil aus, aber funktioniert irgendwie. Wir haben alle Richtungen abgedeckt. Gut. Dann werden wir schon mal loslegen und das alles zusammen grinden. Wir brauchen natürlich einen Arsch voll Components. Construction und Computer. Ach du Scheiße, wir brauchen so viel. Okay, da habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viel aufgebürdet. Das kommt da noch hin. Cockpit. Okay, Steelplate. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Nichts mehr. Das ist ja schade. Okay, das funktioniert schon irgendwie. Wir machen das. Large Steel Tubes brauchen wir, weiß ich gar nicht. 50. Wir haben nicht mehr genug Iron. Eieiei. Das ist jetzt bitter. Das ist echt bitter. Das ist wirklich bitter. Okay, gut, das macht nichts. Was können wir noch so bauen? Computer haben wir noch. Ach, wir können nichts mehr bauen. Nichts können wir mal bauen. Das macht aber, glaube ich, nichts, denn im Endeffekt haben wir noch ein bisschen was im Inventar und das können wir erstmal verbauen und dann müssen wir mal schauen, wo wir mehr herbekommen. Iron. Wir haben noch ganz viel Iron zum Refinen. Das machen wir, glaube ich, gleich mal. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das nicht. Okay, Iron, komm mal her.
Du wirst jetzt erstmal richtig schön hier reingesteckt und verarbeitet. Wir brauchen dich. Ganz dringend. Ganz dringend. So, Production Iron. Fang mal an, du. Fang mal an. Sieht gar nicht so scheiße aus, komischerweise. Was ist denn da los? So, hier kommt was rein. Fertig. Hier kommt was rein. Fertig. Hier kommt was rein. Auch fertig. Und hier brauchen wir Small Thruster und Steel Plates. Steel Plates sind uns ausgegangen. Wie kann das denn sein? Commercial Freighter. Wir brauchen mal wieder so einen riesigen Transport. So einen Mining Transport. 1000? Können wir 1000 tragen? Oder ist das zu viel? 800? Naja gut, 800 reichen auch. Also wenn das Ding mal fertig ist, das wird bestimmt richtig Bombe. Richtig Bombe. Drin. 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 Und jetzt hier nochmal alles. Steel Plates sind verbaut. Hier ist alles verbaut. Hier ist alles verbaut. Fast alles natürlich. Nicht alles, ist ganz klar. Alles, was ich habe. Okay, und jetzt hier unten noch. Komm schon. Thruster und Large. Ah, Mist. Kurz mal ins Cockpit gesetzt und dann geht's weiter. Ha, okay, wir haben also einen enormen Eisen. Wie nennt man das? Eisenverbrauch? Wir brauchen jetzt ganz viel Eisen. Bedarf, Eisenbedarf, meine Güte. Ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, das bauen wir schon mal so weit, wie es geht. 8. Und Thruster Components haben wir doch auch noch da hinten auf Lager. Das geht doch, oder? Das geht doch. Hey! Hallo? Wo war denn das jetzt? Haben wir gar nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr. Wir haben keine Thruster Components mehr. Was nicht so schlimm ist, denn da oben sind noch ein paar. Guck mal. Die könnten wir einfach mal abbauen. Construction Components. 900. Ja, das reicht. Das reicht. Damit können wir... Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Wieso bin ich voll? Was ist passiert? Ich habe noch diverses anderes im Inventar, was störend wirkt. Okay. Macht nichts. Okay, warte mal. Dann bauen wir das Design kurz mal fertig. Wir bauen das Design fertig, wie sich das anhört. So. Da weiß ich noch nicht, wie ich das machen will. Ich glaube, das ist witzig. Normaler Block, oder? Normaler Block. Sieht zwar jetzt scheiße aus, aber... Naja, was willst du machen? Was willst du machen, sage ich, ja? Was willst du machen? Nee, wir machen das nicht so. Das sieht scheiße aus. So, und dann da hinten noch einen dran. Beziehungsweise drei. Drehen, 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 drehen. Nee, so. Zwei. Was? Der Shit. Okay. Okay. Gut. Hallo. Willkommen. Meteor, der mich erschlug. Was für ein Scheiß. Oh nein, jetzt ist mein Schiff auch beschädigt. Hundertprozentig. Oh Mist, das kotzt mich ja vielleicht gerade an. Was ist das denn? Was, ich habe einen Grinder vorne dran? Nein, ich wollte schon sagen... Man könnte dieses Schiff ummodellieren. Ohne Probleme, das fliegt doch. Ha! ja, ich glaube, das mache ich einfach, oder? Das dürfte doch funktionieren. Und es hat Design irgendwie. Könnte sein, weiß ich nicht. Mal sehen. Wir schauen erstmal, was aus unserem Schiff geworden ist und dann entscheiden wir... Das gibt's ja nicht. Da wird man einfach so erschlagen. Wir müssen schneller fliegen. Schneller.
Homebase. Okay, 800 Meter. Bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Ich muss ja sagen, das könnten wir wirklich mal machen. Das sieht gar nicht mal so blöd aus hier, dieses Schiff. Und mit zwei, drei Handgriffen ist es dann auch gemacht und wir können es anderweitig benutzen. Was hältst du denn davon? Ich finde das irgendwie gut. Oh nee, guck doch mal. Alles ist zerstört. Mein schönes Schiff, das ich noch nicht fertig gebaut habe. Mist. Ich komme hier nicht raus, ich komme hier nicht raus. Die Tür muss aufgemacht werden. Diese Musik ist bedrohlich und ich mag sie in diesem Moment nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich brauche dringend irgendwie eine Medical Station, damit ich nicht immer mit einem neuen Schiff spawne. Das geht ja so nicht. Och Leute. Obwohl, die wichtigsten Sachen sind noch intakt. Wir müssen bloß irgendwie die Blöcke wieder reparieren. Alles kein Problem, alles kein Problem. Guck doch mal, das funktioniert sofort und ohne Probleme. Wie kann denn das sein, dass der Thruster da unten nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde? Seltsam. Nun gut, und mit diesen Bildern mache ich erstmal einen Cut. Das war schon ziemlich überraschend. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Nun, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!